Das ist die Kuh, die sich in der
von Fusa hat ihre Pflanze in der Nähe gefunden und von ihrer eigenen kleinen Tochter, das ist der Wahnsinn, unser größtes Elefantenteil, was er gerade im Stock spielt, hat sich auch immer schnell gut gemacht und sich voll und ganz angekommen. Ähnlich verhält es sich mit Astra. Astra ist die beste Freundin von Kebab, jetzt schon über 20 Jahre und das zeigt sich einfach, wie wenig solche Freundschaften bei den intelligenten Tieren, die Elefanten zeigen, die halten dann wirklich ein Leben lang. Ja, warum gibt es hier eigentlich das Elefantenbad an? Ich meine, wir haben ja draußen hier gerade einen Mittelregen. Hier drin ist das natürlich anders. Wir halten bei uns zuletzt asiatische Elefanten, die wie der Name schon gut lässt, kommt diese eben auf Südostasien. Dort leben sie in Wäldern und Regenwäldern. Die ganze diese Lebensräume ist zum einen der Warmesklima, jeder bemerkt, sie sind im Harmlos, aber auch der Feuchtigkeit. Das heißt, wo kann man jetzt nur Luftfeuchtigkeit, ganz viele Flüsse und Seen aus dem Himalaya, die Landschaft prägen oder auch einfach feste Regenzeiten, die ganze Landschaft am Stück unter Wasser setzt. So ein Elefant muss sein Leben lang immer irgendwie mit Wasser zurechtkommen. Und das können die Tiere einfach auch richtig gut. Man sieht es ja bei unseren Schäfern, man sieht es bei Partner, die kleinen und kleinen starken und im Wasser einfach ganz, ganz viel Spaß. Sie gehen davon aus, die großen Schwimmen, längere Strecken sind gar kein Problem. Es sind sehr ausgeschwimmer, die auch gut und lange tauchen können. Die Jungtiere können von Geburt an schwimmen, sprich so ihre Partner braucht einfach irgendwie das Wasser so ein bisschen. Hinkommen und gehen, natürlich im Verhalten von unseren Tieren wieder entgegen. Die Tiere können den ganzen Tag variieren, ob sie warten gehen wollen. Unser Badebecken wird immer transportiert auf 25 Grad. Ich denke, das ist ein wirkliches Wellnessprogramm, was unsere Tiere in jeder Zeit geboten ist. Und gerade auch für unsere kleinen Kälber ist es immer eine schöne Abwechslung. Ja, ein paar wichtige Gründe, warum wir unsere Elefanten zum einen Bad schicken, zum anderen aber auch ab, ist aber auch die Hautpflege. Der Name Dickhäuter, wie man ihn häufig zu Nashörnern, Flussbären und eben auch Elefanten sagt, ist an sich nämlich falsch. Es stimmt zwar, dass die Haut bei Elefanten stellenweise sehr, sehr dick ist, zum Beispiel am Kopf oder am Po, aber unter dem Bauch, unter den Ohren oder auch in den Achseln ist die Haut genauso dünn wie die von uns Menschen. Da hätten wir verschiedene Parasiten, die Rückenflügel und Co. optimale Angriffsfläche von gut bekommen und das findet ein Elefant, wie wir auch, nicht so wirklich schön und probiert sich dagegen zu schützen. Elefanten machen das, indem sie sich ausgiebig gesandt haben. Sprich, sie werfen das ganze Leben weg, alles was sie da finden, sodass eine richtig schöne Kruste auf dem Körper entsteht, die alle empfindlichen Stellen auch optimal schützen. Man sieht es auch so ein bisschen beim Kleber, beim Nachdruck, beim Fuser, da sind die Schenk aufdrücken und da beißt sich einfach jede mögliche Zähne dann aus. Weiter, ganz großer Vorteil ist es, wie gesagt, eben der Sonnenschutz. Denn auch asiatischer Elefant als Leibbewohner kann man im Sonnenbrand kriegen, auch wenn er nicht so aussieht. Und es ist wie so ein Weg, das pflegt die Haut gleichzeitig. Ganz viele Vorteile haben aber auch einen Nachteil. Und das ist einfach, dass die Haut darunter so ein bisschen austrocknet und sich nicht optimal regenerieren kann. In der Natur ist das kein Problem. Das ist auf jeden Fall regnet sehr zuverlässig, alle ein, zwei Tage. Hier bei uns in Leipzig zum Glück nicht. Deswegen müssen wir einfach nachdenken, und wir uns in die Bahn oder zum Beispiel nachdenken. Ja, bis am 2013 dann unsere Elefanten in Bewegung sind, dass die eine Menge was zu gucken haben. Akito hat Spaß, Anna hat Spaß. Deswegen und Apfel geht man eben jetzt auch mal pünktlich mit 10 auf 15 Bar und sie haben alle was zu gucken. Damit wird für unsere Elefanten natürlich aber niemals nachdenken. Denn die Tagesportion für eins unserer Tiere liegt bei ungefähr 100 bis 150 Liter Futter pro Tier und Art. Wir halten hier aktuell 11 asiatische Elefanten. Größte Leider im deutschen ganzen Raum und jetzt mal die Zahl vor Augen zu haben, wir Pfleger bewegen tatsächlich ungefähr 1 bis 1,5 Tonnen Futter für unsere Tiere. Im Sommer ist der Großteil davon einfach Gras, sprich Grünfutter, im Winter gibt es dazu getrocknete Form als Heu und eben Holz. Das gibt es mehrmals am Tag und immer wieder an ganz unterschiedlichen Stellen, sodass die Tiere den ganzen Tag in Bewegung sind. Immer komisch, wo es gleich gute Sachen, wo die Wurzeln sind. Und damit sind unsere Elefanten einfach den ganzen Tag sehr gut beschäftigt, müssen sie mal gucken und bekommen so auch überhaupt keine Langeweile. Obst und Gemüse ist was ganz Besonderes. Es gibt für uns Menschen Schokolade, die gibt es eben nicht immer, sondern nur zu besonderen Anlässen. Zum Beispiel jetzt als kleine Motivationshilfe, wenn man wirklich baden gehen soll oder wenn man im Training gut mitgemacht hat, dann gibt es für jeden unserer Elefanten auch eine Kiste, nur für den Kochfett mit Obst und Gemüse. Ja, wenn das Baden dann auf welche Weise ist und nicht gleich für alles das Interesse nachlässt, dann wird man das so aussehen, wie ich sehe, wie sich unsere Elefanten aufklappt. Die sehen dann aus wie so kleine Schnitzel und danach geht es für unsere Tiere in den rückwärtigen Bereich, wo es wirklich einsehbar
sodass du da auch immer problemlos rankommst. Hier wir haben in Leipzig den geschützten Kontakt, sprich zwischen uns und hier ist immer eine Barriere, sei es eine Gitter, eine Mauer oder ähnliches. Das Tierpflege hat drei ganz große Vorteile. Der erste große Vorteil ist die Initiative, denn die wissen einfach jederzeit, bei welchem Thematik was passiert und können sich schon mal darauf einstellen. Der zweite ganz große Vorteil ist für uns Pfleger. Wir können jederzeit gewährleisten, zuverlässig mit unseren Tieren zu arbeiten, weil wir uns einfach Tag für Tag dafür Zeit nehmen und eben immer wieder neue Situationen auch daran arbeiten. Und der dritte und größte Vorteil ist für unseren Tierarzt, sollte mal irgendwas mit unseren Elefanten sein, sei es was Akutes oder schnell an uns gerannt ist, oder auch was Klagbares, wie Fußpflege oder die Blutabnahme, können wir unseren Tierarzt das jederzeit gewährleisten, weil wir einfach Tag für Tag da den Grundstein legen. Und eben deswegen ist das Tiertraining oben bei uns so wichtig. Der letzte natürlich ist auch im Training, ich mache dann kurz jetzt noch die letzten, und damit wird das von meiner Seite auch aus dem sein. Wenn jetzt mal Fragen zu unserem Elefanten hat, kannst du noch weitere Möglichkeiten stellen. Wenn jetzt Lust auf die nächste Kommentierung hat, um 10.30 Uhr in den Raum schauen und unsere Kollegen freuen sich natürlich auf die